Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause, wir hatten heute einen schönen Antrag, fit durch Sport, motorische Tests einführen, könnten wir hier auch mal machen, alle mal wach werden. Wir sind in der Endrunde des heutigen Plenartages, Tagesordnungspunkt 15, ein wunderbarer Antrag der regierungstragenden Fraktionen, ganz ehrlich, ein komischer Antrag und der vermengt so vieles, dass man hier wahrscheinlich 2 Stunden reden könnte, müssen wir nicht, haben wir schon gehabt, brauchen wir nicht. Es ist deshalb ein komischer Antrag, weil er die Altschuldenproblematik vermengt mit Finanzierungsproblemen von Ländern und Kommunen. Das ist zunächst mal, so wie es im Raum steht und wie es im Antrag steht, hinzunehmen. Allerdings suggeriert der Antrag auch, dass die Finanzierungsprobleme der Kommunen nicht in erster Linie durch hohe Zinslasten geprägt seien, sondern eben vielmehr für viele Kommunen das größte absehbare Problem, die Kosten für soziale Leistungen, die der Bund beschlossen hat und die Kommunen tragen müssen, eben verkennt. Dazu gibt es morgen einen weiteren Tagesordnungspunkt bezogen auf das Bundesteilhabegesetz. Steht aber auch teilweise hier im Antrag drin, meint das auch, ehrlich gesagt, passt nicht so ganz. An dieser Stelle muss auch eine Problemlösung für die Kommunen ansetzen. Die Ausgaben für Soziales, die vom Bund festgelegt sind und von den Kommunen getragen werden, werden nämlich weiter steigen. Und hier brauchen wir auch nachträglich die Umsetzung des Prinzips, wer bestellt, hat auch zu bezahlen. Voraussetzung für all diese Regelungen, wie sie auch hier im Antrag intendiert werden, ist aber oder wäre auch ein ausgeglichener Haushalt. Damit könnte man glaubhaft gegenüber allen anderen Bundesländern demonstrieren, dass es hier wirklich wie angesprochen um die Rückzahlungsmodalitäten im Rahmen des Fiskalpakts ginge, so wie es ebenfalls dieser Antrag suggeriert. Den ausgeglichenen Haushalt hat NRW nicht. Und damit wirkt dieser Vorschuss der SPD so, als wolle sie den Landeshaushalt NRW und die Haushalte der Kommunen in NRW auf dem Rücken des dann neuen Soli auf Bundesebene erzwingen wollen. Immer stärker rückt dabei dann in den Vordergrund, dass NRW mit der Aufgabe des Sparziels durch den Fiskalpakt letztendlich vollkommen überfordert ist. Die CDU weiß dies und ruht sich auf den vermeintlich guten Haushalten der von ihnen geführten Bundesländer und Kommunen aus. Und dieser Streit wird sich in Zukunft weiter zuspitzen. Letztendlich wird es zu einer Verstärkung der Austeritätspolitik auch gerade im Lande Nordrhein-Westfalen kommen müssen, die sich wiederum NRW angesichts der Ausgabenpolitik andererseits nicht leisten kann. Und das ist das Dilemma, welches diesen Antrag, über den wir heute direkt und nicht erst später im Ausschuss zu entscheiden haben, treibt. Warum man jetzt einmal die Bundesseite, jetzt müssen wir auch noch mal die Bundesseite betrachten und erkennen, dass die Bundesregierung natürlich den größten Teil der Schulden zu schultern hat. Dann ist natürlich anzunehmen, dass diese Zinszahlungen, von denen hier auch im Antrag die Rede ist, sich dort entsprechend erhöhen werden. Eine Entlastung der Länder und Kommunen führt also zwangsläufig zu Belastungen im Bund. Ja, die Annahmen, dass sich durch die Bildung eines gemeinsamen Fonds für den Bund nichts negativ ändern würde, teile ich deswegen nicht, so wie es im Antrag steht. Aus NRW-Sicht kann man oder muss man vielleicht diese Haltung einnehmen, wenn man sieht, dass die Landesregierung überfordert ist, die Aufgaben des Landes mit den Mitteln in NRW zu meistern. Der einzig gangbare Weg muss es allerdings nicht sein. Gerade der erste Absatz im Beschlussteil des Antrags ist daher auch zu scharf formuliert, stünde dort nämlich statt zwingend notwendig etwa mögliche oder aus NRW sich zielführende Ergänzung, dann könnte man hier anders zu diesem Antrag Stellung beziehen, als sich ihm gegenüber, so wie wir es tun werden, lediglich zu enthalten. Die Antragsteller möchten diesen Antrag direkt abstimmen lassen und verwahren sich damit einer wichtigen Befassung im Ausschuss. Da stellt sich doch die Frage, was diese Debatte hier überhaupt bewirken soll. Die SPD ist bekanntermaßen in der Großen Koalition vertreten. Sie hat also alle Möglichkeiten oder hätte alle Möglichkeiten, auf Bundesebene diejenigen Weichen zu stellen, die sie jetzt versucht, von NRW aus in den Bund zu pusten. Sie hat anscheinend, und das ist offenbar das Zeugnis, was sie sich durch den Antrag selbst ausstellt, schlecht verhandelt. Und einmal mehr zeigt sich,
eine gewisse Kraftlosigkeit in der Politik, die von diesem Land unter der rot-grün geführten Landesregierung ausgeht. Wir lassen uns also von diesem doch mehr als Showantrag zu bezeichnenden Antrag nicht ins Boxhorn jagen und springen auch nicht über das Stöckchen und werden diesen Altschuldenfondslösung nicht zustimmen. Wir werden ihn auch nicht ablehnen. Wir hätten gerne erwartet, dass darüber eine Diskussion im Ausschuss stattfindet. Dementsprechend, da sie nicht stattfindet, können wir uns an dieser Stelle nur enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.